Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie, mit einem neuen Bild zu filmen. Ja, ich befinde mich wieder im Sauerland. Wir haben jetzt bald Ende September. Wir wollten noch einmal versuchen. Nicht mal gucken, was wir finden. Viel Hoffnung habe ich nicht. Also ich denke, wir haben dieses Jahr hier einen Totalausfall an Pilzen. Naja, gucken wir mal. Ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen mit dem Film. Sage, triff, triff. Ja, Trüffel ist auch mit. Wir sind jetzt extra mal in einen anderen Wald gefahren. Ja, der so nach Norden gerichtet ist am Hang. Vielleicht besser. Die Morgenstimmung ist schon was Feines. Jo, die falschen Pfifferlinge, die scheinen sich da nicht von abzuhalten, hier trotzdem zu wachsen. So sieht er von unten aus, also nach innen aufgekrempelter Hut und rosa Lamellen. Ja, ich zeige euch gleich nochmal, wo man das genau erkennen kann. Ja, wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr zwischen den Lamellen und dem Hut so eine ganz dünne Trennlinie. Ja, das hat der Pfifferling nicht, weil er Leisten hat und die Leisten sind quasi mit dem Hut verwachsen. Das heißt also, Hut und Leisten sind eine homogene Masse, während das bei Lamellen nicht der Fall ist, die sitzen auf. Das Erscheinen des Hirschhörnchen macht Mut. Auch, dass man Giftpilze sieht, wie diesen Amanita muscaria, macht auch ein bisschen Mut, denn wenn es giftige gibt, dann gibt es auch irgendwo essbare. Sollte man glauben. Jede Menge Fliegenpilze. So, jetzt bin ich schon eine ganze Weile gegangen, außer die paar giftigen oder alten Pilze habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. Ja, da müssen wir mal sehen. Wir gehen jetzt mal durch den Wald, durch den Laubwald. Vielleicht ist hier was zu finden. Wenigstens Laubwaldpilze. Hier an einer Birke der Mutant eines Birkenporlings. Ja, hier ist mein Wald, wo ich immer die Pfifferlinge finde, die großen Laubwaldpfifferlinge, immer gefunden habe. Dieses Jahr mal nicht. So, hier finde ich Stockschwämmchen, echte Stockschwämmchen. Ich habe sie mir schon angeguckt. Mal gucken, ob ich davon was mitnehmen kann. Ein paar, habe ich wenigstens was zum Würzen. Ja, sind schon reichlich alt. Ich werde mir ein paar raussuchen. Also hier an Südhängen, wo ich jetzt reinkomme, ist absolut tote Hose. Hier sieht man nicht einen Pilz auf dem Boden. Das war hinten am Nordhang anders. Hier am Südhang sieht man wieder nichts. Also auch keine Hirschhörnchen mehr stehen, wie gerade am Nordhang. Ja, hallo Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich grüße euch hier aus dem Märkischen Kreis im Sauerland. Ja, wie sieht's aus? Bescheiden. Gefunden habe ich lediglich ein paar Stockschwämmchen. Ja,
und aber auch Amanita muscaria Fliegenpilze und diese falschen Pfifferlinge. Ja Leute, und das war's. Und an der Südseite null, gar nichts. Naja, okay. Vielleicht kriegen wir keinen Winter und wir können Weihnachten noch Pilze sammeln. Sonst sieht es sehr, sehr, sehr alt aus bei uns. Ein Totalausfall an Pilzen habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Aber es gibt ja immer ein erstes Mal. Also, Tschüssikowski und Trüff, Trüff.